Wann verjähren Ansprüche aus Mängelrüge beim Kauf? Erstmal einen Schritt zurücktreten und die Frage verdauen. Also, ein Kauf liegt vor. Die gekaufte Sache war offensichtlich mangelhaft. Jetzt hat der Käufer einen Anspruch aus der Rüge dieses Mangels. Und die Frage ist, wie lange kann er diesen Mangel jetzt rügen, um seine Ansprüche, ja, was die Ansprüche sind, das klären wir in einem weiteren Video. Zunächst mal hat er den Anspruch darauf, dass der Verkäufer jetzt den Mangel beseitigt, entweder durch Reparatur oder durch Umtausch. Ja, das ist sein erster Anspruch. Wenn das nicht funktioniert, zwei erfolglose Fehlversuche, dann hat er Anspruch darauf, sein Geld zurückzubekommen und so weiter. Ja, das sind die, oder Ansprüche auf Minderung, das sind die Ansprüche, aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wann verjähren diese Ansprüche? Und da lautet die Antwort nach 2 Jahren. Und zwar beginnend ab Übergabe. Ja, also der Zeitpunkt, zu dem die Sache vom Verkäufer an den Käufer übergeben wurde, ist maßgeblich für den Beginn dieser Fristberechnung. Und dann verjähren die Ansprüche nach 2 Jahren. Es gibt eine Ausnahme. Und das sind arglistig verschwiegene Mängel. Ja, arglistig verschwiegene. Wir unterstellen eigentlich bei den Mängeln, dass dem Verkäufer das selbst nicht so bewusst ist. Aber wenn er sie kennt und arglistig verschwiegene Mängel und sie arglistig verschweigt, dann gilt die Verjährungsfrist nach § 195 BGB und die beträgt dann 3 Jahre, allerdings in dem Fall nicht beginnend ab Übergabe, sondern beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Also die übliche Verjährungsfrist von 3 Jahren. Da muss man immer auf den letzten Tag des Jahres gehen und dann 3 Jahre weiterrechnen. Dann hat man den Tag der Verjährung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.